Das ist Shadow, ein ehrgeiziger und rittiger Oldenburger. Im Sattel Benita Kronig, 16, Schülerin und Mini-Menti. Vertrauensvolle Anlehnung ist das Thema heute. Ihr Shadow ist startklar. Wenn er weiß, dass zum Beispiel Turnier ist oder wie jetzt hier das Interview oder der Videodreh, versucht er sich immer von seiner besten Seite zu zeigen. Viele fragen mich auch, ob es eine Stute ist. Aber er benimmt sich auch einfach so. Er hat sehr viel von der Diva. Also ne, wenn Wasser berührt oder so, dann ist immer so, Wasser. Und versuchst du eine stete Verbindung an beide. Die Anlehnung der Diva verbessern ein Fall für diese beiden, Hanna Erbe und Max Brune. Ich kenne Hanna halt auch jetzt durch einen anderen Stall noch. Und ja, für mich ist es eigentlich super interessant, gerade durch das Projekt, weil man einfach Ideen austauschen kann. Ne? Sie sieht das Pferd, auch wo jetzt mal Problematiken sind. Jeder hat ja irgendwo andere Ansichtspunkte, ne? Wie man an so ein Problem rangehen kann. Und das ist super hilfreich für unser Training. Und ja, Hanna und ich fahren so relativ die gleiche Schiene, wie wir halt den Unterricht geben. Und ja, das ergänzt sich super. Ne? Genau, gut. Genau. Versuch, dass der Hals dir nicht entgegendrückt, dass du ihn wirklich da unten so locker behältst. Und erstmal im Galopp einen schönen, energischen Sprung nach vorne. Sehr gut. Genau. So, und jetzt kommst du wieder außen einmal ein bisschen dran, stellst ihn einmal in, bringst mit deinem Bein so ein bisschen Druck an ihn, an seinen Bauch, dass er so ein bisschen an die Hand ranzieht und dann gibst du wieder so ganz leicht vor. Genau. Heute befinden wir uns jetzt in der Phase nach der Turniersaison. Wir haben momentan so eine eher lockere Durchlässigkeitsphase begonnen, in der wir einfach versuchen, immer wieder bei ihm die Dehnung des Halses so ein bisschen zu erreichen, die ihm dadurch, dass er eine sehr starke Selbsthaltung hat, nicht so leicht fällt. Und deshalb arbeiten wir immer wieder daran, dass er sich streckt und zum Ende der Stunde, dass wir wirklich einen langen, gestreckten Hals haben. Und das machen wir im Moment mit vielen Übergängen und viel Biegung, Schulter herein, Zirkel. Das Ziel ist wirklich, dass der Zügel weder schlackert noch fest dran ist, sondern dass der so ganz locker mit der Bewegung vom Genick mitgeht. Genau, gut so. Genau, kommst du nochmal außen dran, stellst noch einmal so ein bisschen innen, gibst dann vor. Genau, gut so. Gut so, genau. Und wieder schön energisch von hinten im Galopp. Im Trab brauchst du gar nicht viel Druck machen, da ist er sehr energisch von alleine. Und im Galopp immer wieder, dass er weit hinten drunter springt. Dass du das Gefühl hast, die Hinterbeine kommen bis unter deinen Sattel. Genau, gut. Genau. Genau, immer weiter. Kannst du ruhig so ein bisschen mehr noch treiben. Genau. Gut. So. Wir sind beim Reit- und Fahrverein Zieten am Stadtrand von Duisburg. Benita Kronig ist hier Einstellerin. Jetzt lobst du ihn mal innen mit der inneren Hand. So ein bisschen, genau, dass er wieder so locker wird. Gut. Genau. Das Mini-Menti-Projekt ist zentraler Baustein der Deutsche Bank Reitsportakademie. Jetzt sind wir in dem dritten Jahr der Akademie und es sind immer noch diese Verbindungen und es wird immer noch zusammen trainiert. Und insofern glauben wir, das ist ganz wichtig, weil nur aus dem, ja, aus der Basis heraus kommen wieder neue, talentierte Reiter und das Wissen wird weitergegeben. Das ist uns extrem wichtig, weil wir wollen nachhaltig diesen Sport fördern und unterstützen. Und ich glaube auch, dass unsere Reiter gerne mal zu Lehrern werden. Und das auch extrem spannend empfinden, wie sie selber Dinge mit verändern können, auch mit den Heimtrainern zusammen. Und ja, das ist der wahre Kern von diesem Projekt und das liegt uns sehr am Herzen. Pferdegerechtes Reiten fördern gehört dazu. Im zweiten Teil des Trainings mit Hanna Erbe zeigen wir, was Benita Kronig mit ihrem Shadow in Sachen Anlehnung bereits umsetzen kann.